In Roland Emmerichs Independence Day greifen Außerirdische die Erde mit einem gigantischen Raumschiff an, welches die mehrfachen Ausmaße des Saturnmondes Enceladus besitzt. Wir erfahren, dass die Aliens zur Erde gekommen sind, um sie zu erobern und ihre Ressourcen auszubeuten, und dass die Menschheit ihnen im Wege steht. Die einzige Lösung für die Invasoren: die menschliche Zivilisation muss ausgelöscht werden. Ganze Städte werden im Erdboden gleichgemacht. Die Aliens scheinen unaufhaltbar, bis ein findiger Programmierer, gespielt von Jeff Goldblum, einen Computervirus entwickelt und die Computersysteme der Aliens lahmlegt. Mit einem von den Aliens eroberten Schiff mit Platz für zwei Insassen fliegt er mit einem von Will Smith gespielten Air Force-Piloten zum Mutterschiff der Aliens. Sie sprengen es mit einer Atombombe in die Luft. So unglaublich die Handlung klingt, das passiert tatsächlich in Independence Day. Der Film wurde in den 90er Jahren wegen seines Trash-Faktors und seiner Selbstironie gefeiert. Aber mit Logik betrachtet ist diese Story natürlich Unsinn. Warum sollten Aliens die lichtjahrelange Reise auf sich nehmen, nur um die Erde zu besetzen, wenn sie im Sonnensystem genügend Ressourcen in Form gefrorenen Wassers und anderer Materialien finden könnten? Abgesehen davon fragen wir uns, warum haben die Menschen im Film die Raumschiffe der Aliens erst gesehen, als sie praktisch vor unserer Haustür standen? Und viel wissenschaftlicher und mit Fokus auf das Thema dieser Doku gesehen, wie könnten Menschen, sogenannte Technosignaturen, extraterrestrischer Zivilisationen im Weltraum aufspüren? In dieser Doku begeben wir uns auf die wissenschaftlich fundierte Suche nach Spuren, die Außerirdische in ihrem Sternensystem oder zwischen den Sternen hinterlassen würden, wenn sie entsprechende Technologie verwenden und diese auf interstellare Distanzen aufspürbar wäre. Wir fahnden nach ETCs, nach außerirdischen technologischen Zivilisationen, und schauen uns klassische Vorstellungen wie eine Dyson-Sphäre an, eine riesige Schale oder Ringe aus Energiekollektoren, die die Energie eines Sterns quasi ernten. Wir suchen nach den Spuren interstellarer Reisen und wollen uns anschauen, wie man Raumschiffe mit Fusionsantrieben finden könnte. Und wir wollen uns fragen, wie die Strahlungsemissionen einer außerirdischen Spezies als Bio- oder Technomarker in der Atmosphäre ihres Heimatplaneten aussehen würden und ob wir diese mit einem modernen Teleskop wie James Webb aufspüren könnten. Doch bevor wir uns auf interstellare Distanzen begeben und in die Ferne schauen, wollen wir einen Blick auf die Erde richten. Könnte es sein, dass die Erde einmal von Außerirdischen besucht wurde? Wie wahrscheinlich ist ein solches Kontaktszenario, in welchem Aliens uns in unserer Vergangenheit einen Besuch abgestattet haben? Nach Außerirdischen zu suchen ist kein einfaches Unterfangen. Wissenschaftler haben nur eine ungefähre Ahnung davon, welche Sterne oder welche Planeten in Frage kommen, sofern man nach erdähnlichem Leben sucht. Astronomen studieren vor allem sonnenähnliche G-, K- oder M-Sterne. Letztere sind auch bekannt als rote Zwerge, eine sehr kleine und vergleichsweise kühle Klasse von Sternen, die mehrere hunderte Male so lange existieren können wie unsere Sonne, da sie eine deutlich geringere Konversionsrate von Wasserstoff zu Helium in ihrem Inneren besitzen. Rote Zwerge können einige Billionen Jahre alt werden, die Sonne dagegen hat nur eine Lebensdauer von 9 bis 10 Milliarden Jahren. Deshalb ist die Frage, ob es überhaupt eine andere Zivilisation als die Menschheit in der Milchstraße oder gar im Universum gibt, erstmal nicht zu beantworten. Wir haben bislang niemanden gefunden. Nichts im Universum deutet darauf hin, dass wir Gesellschaft haben. Doch was ist, wenn Wissenschaftler ihren Suchkorridor bislang nur falsch eingeschätzt haben? Könnten Astronomen vielleicht einfach eine Scheuklappe aufhaben und nicht das ganze Bild sehen? Viele astronomische Studien sind zum Glück ergebnisoffen. Häufig wird eine Galaxie, ein Nebel oder ein Stern gefunden, den man so nicht erwartet hätte. Die Untersuchung eines Nebels in der Großen Magellanischen Wolke brachte beispielsweise den massereichsten bekannten Stern hervor, R136a1, der mit über 200 Sonnenmassen einer der schwersten bekannten stellaren Objekte sein dürfte. Mit dem James Webb Space Teleskop fand man gar mehrmals Galaxien in Rekorddistanz. Einige Sterneninseln mit einem Alter von bis zu 13,3 Milliarden Jahren. Diese Galaxien entstanden etwa 100 Millionen Jahre nach dem Urknall und sind die ältesten Objekte ihrer Kategorie. Doch von Außerirdischen ist nach wie vor keine Spur. Astronomen haben weder einen Kommunikationsversuch Außerirdischer aufgefangen, noch einen Exoplaneten entdeckt, der nachweislich Leben beherbergt. Zwar gibt es viele planetare Kandidaten, die sehr erdähnlich sind und auf denen man sich Aliens sehr gut vorstellen kann, doch wurde bislang einfach nichts gefunden. Deshalb stellt sich die Frage,
Waren Außerirdische vielleicht schon einmal auf der Erde oder gar im Sonnensystem? Hier wurde an der Harvard University ein interessantes Forschungsprojekt gegründet. Im Galileo Project suchen Wissenschaftler international nach Spuren von außerirdischen oder gar extraterrestrischer Technologie auf der Erde oder im Sonnensystem. Konkret schauen sie nach außerirdischen Artefakten, die im Zuge von UFOs oder UAPs, sogenannten Unidentified Aerial Phenomenons, also unidentifizierten atmosphärischen Phänomenen, auf der Erde gewesen sein oder den Menschen einen Besuch abgestattet haben könnten. Dabei halten sich die im Projekt arbeitenden Wissenschaftler an zwei wichtige Grundregeln. Das Projekt ist nur an öffentlich zugänglichen wissenschaftlichen Daten interessiert. Staatliche oder andere institutionelle Geheiminformationen, also Material, dessen Herkunft nicht deutlich bezeichnet werden und das nicht offiziell geteilt werden darf, bezeichnen die Wissenschaftler als unzuverlässig. Alte Berichte, Anekdoten von Air Force-Piloten oder ältere Zeitungsartikel über UFO-Sichtungen sind für sie nicht von Interesse. Sie wollen nur aktuelle und neue Informationen haben. Die Analyse der Daten geschieht auf wissenschaftlicher Basis. Nur bekannte Physik wird zur Analyse herangezogen. Ideen, die über das Standardmodell der Astronomie oder Physik hinausgehen, werden nicht in Betracht gezogen. Die Analysen und Ergebnisse werden kostenlos der Allgemeinheit zur Verfügung gestellt. Selbstverständlich hat man bislang weder UFOs noch UAPs irgendwelchen Außerirdischen zuordnen können. Zwar gibt es eine ernsthafte UFO-Forschung, gerade in den USA, die sich mit Augenzeugenberichten von Individuen auseinandersetzt und versucht, logische Erklärungen für Gesehenes zu finden, doch viele der Berichte wirken bislang wie Fiktion. Und solange es keinen eindeutigen Beweis gibt, kann ein nach Grundsätzen wissenschaftlicher Recherche und Analyse arbeitendes Individuum keine eindeutigen Schlüsse daraus ziehen. Dass die Erde also von Aliens aktuell besucht wird oder in der Vergangenheit besucht wurde, ist deshalb wohl sehr unwahrscheinlich. Wir können also erstmal ausschließen, dass man Artefakte auf der Erde oder einem anderen Himmelskörper des Sonnensystems gefunden hat. Ich empfehle euch die beiden Filme 2001, Odyssee im Weltraum und seine Fortsetzung 2010, das Jahr, an dem wir Kontakt aufnahmen, sehr. Wissenschaftler finden darin auf dem Mond einen augenscheinlich von Außerirdischen aufgestellten Monolithen, den sie erforschen wollen. Der erste Teil ist ein absoluter Klassiker unter Science-Fiction-Fans. Er hat mit 55 Jahren zwar schon ein ordentliches Alter, kann aber immer noch begeistern, wenn man sich auf die Prämisse des Films einlässt. Weil es auf oder in der Nähe der Erde nichts zu geben scheint, wollen wir den Suchradius des Projektes, also die Suche nach ETCs, die Suche nach außerirdisch-technologischen Zivilisationen, erweitern und ganz weit weg von ihr suchen. Unser erster Schritt wird uns zu den Dyson-Sphären führen, jenen gigantischen technologischen Konstrukten, die sich um einen kompletten Stern befinden sollen. Neulich wollte ich eine kleine Tour zu dem nur 22 Lichtjahre entfernten Planeten Gliese 667cc unternehmen. Ich war bereits an Bord meines Raumschiffs und wollte gerade den Überlichtantrieb einsetzen, als mir einfiel, ich habe ja gar nichts zum Essen mitgenommen. Doch zum Glück gibt es HelloFresh. Ich habe mir einfach eine Essensbox ausgesucht und bekam die Zutaten direkt nach Hause geliefert. Ich musste nicht mehr in den Supermarkt laufen und hatte bereits alle Zutaten für ein komplettes Gericht beisammen. Am ersten Tag meiner Reise habe ich mir in der Bordküche leckere Pasta in cremiger Cashew-Tomatensoße zubereitet. Das Essen war ein purer Genuss. Für die nächste Zeit konnte ich mir aus über 30 appetitlich aussehenden Gerichten mein Wunschessen bestellen. Die gelieferten Lebensmittel sind alle frisch und stammen von lokalen Erzeugern. Außerdem kann man jederzeit die Lieferungen anpassen, pausieren oder sogar kündigen. Wenn ihr auf den folgenden Link in der Videobeschreibung oder im ersten Kommentar unter dem Video klickt, erhaltet ihr bis zu 90 Euro Rabatt auf eure ersten 4 Bestellungen. Gebt dazu einfach den Gutscheincode HelloCosmos auf der Webseite ein. Die erste Box kommt sogar ohne Versandkosten zu dir. Ich danke HelloFresh für das Sponsern dieses Videos und wünsche euch guten Appetit. Und jetzt geht es weiter mit dem Video. Stell dir vor, du, lieber Zuschauer, bist ein Astronom und beobachtest andere Sterne. Du kannst in dem Dorf, in dem du lebst, die Milchstraße schon mit bloßem Auge erkennen. In deinem Garten hast du ein kleines Observatorium stehen. Jedes Wochenende bist du darin und beobachtest Sterne, Galaxien und Nebel. Du hast ein recht modernes Teleskop mit automatischer Zielanvisierung. Mit dem Observatorium hast du bereits problemlos einige Doppelsterne und auch schon eine Menge Deep Sky-Objekte beobachtet.
Im Sommer 2016 richtest du dein Teleskop auf das Sternbild Schwan. Du betrachtest gerade Deneb, den hellsten Stern des Sternbilds, der die Schwanzfedern des Schwans symbolisiert, und lässt deinen Blick über die anderen Sterne schweifen, als du zu ahnen beginnst, dass etwas nicht stimmt. Irgendetwas scheint mit dem Sternbild nicht in Ordnung zu sein. Schon bei deiner letzten Beobachtung einige Monate zuvor hast du den neben Deneb liegenden Stern Tabby's Star betrachtet. Du wunderst dich dieses Mal, denn es scheint, als habe jemand das Licht des Sterns gedimmt. Du schaust dir den Stern länger an und notierst deine Observation. In den nächsten Tagen liest du in den Nachrichten, dass noch mehr Astronomen die Verdunkelung des Sterns bemerkt haben. Schneller als du blinzeln kannst, kursieren zahlreiche Theorien über die Verdunkelung des Sterns. Einige Wissenschaftler meinen, dass eine riesige Akkretionsscheibe den nur 150 Millionen Jahre alten Stern ab und zu verfinstert. Du weißt, eine Akkretionsscheibe ist ein gigantischer, einen Stern umgebender Ring aus interstellarem Material, hauptsächlich Gas und Staub, die sich nach der Entstehung eines Sterns zu Planeten, Zwergplaneten und Asteroiden entwickelt. Diese Akkretionsscheibe senkt die Leuchtkraft des jungen Sterns vielleicht so um die 20%, da sie von unserer Perspektive aus gesehen genau zwischen dem Stern und der Erde steht. Anscheinend ist die Scheibe sehr fragmentiert, denn sie lässt mal mehr, mal weniger Sternlicht durch. Andere Wissenschaftler spekulieren hingegen lieber und sagen, dass ein riesiges künstliches Gebilde den Stern verfinstert. Angeblich hätten Außerirdische eine gigantische Konstruktion gebaut, welche die Energie ihres Sterns erntet und deshalb die Verfinsterung verursachen würde. Viele sprechen von einer sogenannten Dyson-Sphäre, einer Konstruktion aus der Gedankenwelt des Physikers und Mathematikers Freeman John Dyson. Dieser dachte an eine Zivilisation in einem sehr fortgeschrittenen technologischen Entwicklungsstadium mit sehr hohem Energiebedarf. Die Ressourcen eines einzelnen Planeten allein könnten niemals die Energie liefern, die eine solche Kultur für ihre Existenz brauchen würde. Die Schlussfolgerung: Die Aliens würden eine Schale um ihren Stern errichten, welche die Energie dieses Sterns aufsammelt. Nun wollen wir uns als Astronomieinteressierte eine solche Konstruktion genauer anschauen. Ihre Struktur wurde erstmals von Dyson in der Zeitschrift Science im Jahr 1960 beschrieben. Obgleich der Originalvorschlag Dysons nicht auf das genaue Aussehen einer solchen Sphäre einging und er sich später als Scherz beschrieb, so fand die Idee in der wissenschaftlichen Gemeinschaft und vor allem in der Science-Fiction großen Anklang. Wir wollen uns in diesem Beispiel auf Sterne mit einer ähnlichen Masse wie die Sonne konzentrieren. Riesige Sterne wie Betelgeuse oder Antares wären einfach zu groß oder zu instabil und leben nicht lange genug, um Planeten, geschweige denn Leben zu entwickeln. Eine Dyson-Sphäre um einen solchen Stern mit dem hundertfachen Durchmesser der Sonne wäre aus diesen Gründen, alleine schon wegen des Materialbedarfs und wegen der ungeheuren Größe dieses Sterns, ein unmögliches Unterfangen. Kleine Sterne wie rote Zwerge hingegen dürften das Problem haben, dass ihre Planeten dem Stern immer die gleiche Seite zeigen. Das nennt man Rotationsgebundenheit. Sie kommt bei Himmelskörpern vor, die ihren Planeten oder ihr Zentralgestirn eng umkreisen. Sterne wie die Sonne sind mit einer Lebensdauer von ca. 8 bis 12 Milliarden Jahren anscheinend die optimalen Kandidaten für außerirdisches Leben und damit auch für Dyson-Sphären. Prinzipiell ging Freeman Dyson davon aus, dass die Lichtstrahlen eines Sterns aufgefangen und infolge des Energieumwandlungsprozesses nach ihrer möglichen vollständigen Nutzung gemäß des Energieerhaltungssatzes auch wieder abgegeben werden. Dabei, so Dyson, würde das Spektrum der emittierten Strahlung des Sterns ins Infrarote verschoben. Innerhalb der Sphäre wäre der Stern kaum oder nur eingeschränkt sichtbar, sodass es zu Verfinsterungen kommen könnte, wie man sie bei Tabby's Star beobachtete. Theoretisch könnten Astronomen mit Infrarotteleskopen wie James Webb diese anormale Strahlung registrieren und derartige Megakonstruktionen aufspüren. Die Durchführbarkeit einer Dyson-Sphäre ist aus dem Blickwinkel moderner Wissenschaft jedoch sehr fragwürdig. So könnte man sich beispielsweise fragen, gibt es überhaupt genügend Material in einem Sternensystem, um eine solche Megakonstruktion zu errichten? Dyson selbst sagte, dass es im Sonnensystem genügend Materie gäbe, um eine etwa 3 Meter dicke Sphäre oder Blase um unsere Sonne zu bauen, wenn man einen Radius von etwa 150 Millionen Kilometer der Sphäre um unseren Stern annehmen würde. Im Sonnensystem könnte das Material dafür aus den inneren Planeten Venus, Merkur, Mars und den Objekten des Asteroidengürtels stammen. Seit Dysons Aufsatz in Science ist eine Menge Zeit vergangen. Und Wissenschaftler und Sci-Fi-Autoren auf der ganzen Welt hatten Zeit genug, sich potenzielle Erscheinungsformen der Dyson-Sphären auszudenken.
Eine sehr interessante und Dysons Vorstellung am nächsten kommende Variante ist der sogenannte Dyson-Schwarm. Dabei handelt es sich um einen Schwarm an Objekten, die in unabhängigen Orbits voneinander und in geringem Abstand zueinander ihre Bahnen um einen Stern ziehen. Diese Objekte wären in ihrer Funktion Solarzellen ähnlich. Wir könnten sie auch als Solarkollektoren beschreiben und könnten die Energie speichern, die sie vom Stern aufnehmen. Der Vorteil einer solchen Konstruktion liegt auf der Hand. Man könnte sie schrittweise aufbauen. Nicht nur könnte man die Objekte eines Dyson-Schwarms in unterschiedlichen Größen konstruieren, also so, wie man sie gerade brauchen würde. Man könnte bereits mit einem einzelnen Objekt beginnen, das Sternenlicht aufzufangen. Verschiedene Formen der drahtlosen Energieübertragung würden die Energie des Sterns dann zwischen den Komponenten austauschen und zu einem Planeten, zu einer Raumstation oder zu Raumschiffen transferieren. Weil die Platzierung von vielleicht Millionen von Objekten in einem Schwarm um die Sonne wegen der Orbitalmechanik jedoch sehr komplex wäre, ist die einfachste Form eines Dyson-Schwarms ein Dyson-Ring, in welchem alle Objekte den gleichen Orbit teilen. Auf diese Weise könnte man mehrere komplexe Ringmuster entwickeln und so das Licht des Sterns an unterschiedlichen Punkten seiner Bahn ernten. Näher am Stern befindliche Strukturen würden jedoch die weiter außerliegenden an manchen Punkten ihrer Bahn verfinstern und so die Energiezufuhr unterbrechen, wenn die Orbits sich temporär überlappen. Doch würde dies bei einem Stern mit vielleicht 1 Million Kilometer Durchmesser oder wie bei unserer Sonne einem Stern von 1,4 Millionen Kilometer Durchmesser kaum ins Gewicht fallen. Bei einem Stern mit mehreren solchen ringartigen Dyson-Konstrukt gäbe es jedoch eine kaum messbare Verfinsterung. Es wäre vermutlich selbst für das Webb-Teleskop unglaublich schwierig, die Strahlungsunterschiede festzustellen. Der Stern würde die von der Konstruktion abgegebene Infrarotstrahlung einfach überstrahlen. Es müsste schon Millionen von Ringen mit Milliarden oder Billionen von Solarkollektoren um den Stern vorhanden sein, um eine spürbare Änderung der Strahlung des Sterns herbeizuführen. Astronomen könnten daher wohl eher eine Dyson-Blase finden. Diese wäre einem Schwarm sehr ähnlich und aus verschiedenen, voneinander unabhängigen Einzelteilen aufgebaut und man könnte die Anzahl der Konstruktionen schrittweise ausbauen. Anders als ein Schwarm wären die Solarkollektoren in der Blase aber nicht im Orbit des Sterns, sondern quasi Satelliten, die sich an Ort und Stelle aufhielten. Sie würden mittels riesiger Lichtsegel den Strahlungsdruck des Sterns ausnutzen, um seiner Gravitation entgegenzuwirken. Sie würden einander nicht verfinstern und würden nicht zusammenstoßen. Weil ein Stern im Verhältnis zu seiner Gravitation jedoch ziemlich gleichmäßig strahlt, könnten die Satelliten ihre Distanz zum Stern variabel verändern, indem sie ihre Lichtsegel größer oder kleiner werden lassen. Und wie sähen die Solarkollektoren und Lichtsegel aus? Wenn man beispielsweise einen zu 100% reflektierenden Satelliten um die Sonne herum platzieren würde, müsste das Sonnensegel eine durchschnittliche Dichte von 0,78 Gramm pro Quadratmeter Segel besitzen. Das wäre extrem dünn und würde die Materialmenge und Kosten aber enorm senken. Man würde hier für eine Blase in einem Abstand von 150 Millionen Kilometer um die Sonne eine Masse von nur 2,17 mal 10 hoch 20 Kilogramm brauchen. Das entspricht ungefähr der Masse des Asteroiden Pallas. Zum Vergleich, ein Quadratmeter bedruckbares Papier hat eine Dichte von etwa 80 Gramm pro Kubikmeter. Ein Solarsegel würde demnach sehr viel dünner sein als herkömmliches Papier. Man müsste dann nur noch die an den Lichtsegeln hängenden Solarkollektoren sehr leicht bauen, damit sie vom Segel getragen werden könnten. Da die Lichtsegel eine sehr große Fläche ausfüllen würden, könnte man in der Theorie eine flexible Blase um den Stern bilden. Anders als die Dyson-Schale, auf die wir gleich noch eingehen, würde eine Blase auch nicht den vollen Strahlungsdruck des Sterns zu spüren bekommen, da die Segmente voneinander unabhängig sind. Eine Dyson-Blase würde die gleichen allgemeinen Effekte auf das Sternenlicht haben wie ein sehr dichter Schwarm. Sie würden das Licht des Sterns aufsammeln und wiederum Wärmeenergie abgeben, die Astronomen bei einer größeren Konstruktion leicht mit Infrarotteleskopen aufspüren könnten. Eine dritte und viel abenteuerlichere und in der Sci-Fi am häufigsten dargestellte Variante einer Dyson-Sphäre ist die Schale, eine lückenlose Wand aus Dyson-Objekten um einen Stern. Eine Dyson-Schale würde 100% der Lichtenergie eines Sterns auffangen und eine gigantische Oberfläche bieten, die, wenn man sie habitabel machen könnte, vielleicht sogar bewohnbar wäre. Würde eine Dyson-Schale in einem Abstand von 150 Millionen Kilometer um die Sonne errichtet, damit sie die gleiche Menge an Sonnenenergie erhält, die auch die Erde bekommt, hätte diese die 550-millionenfache Fläche der Erde und würde 3,8 mal 10 hoch 26 Watt Energie von der Sonne erhalten.
was etwa 33 Billionen Mal dem Energieoutput der Menschheit im Jahr 1998, ca. 12 Terawatt, entspricht. Doch gibt es auch einige ernsthafte Probleme mit einer solchen Dyson-Schale. Weil sie symmetrisch um unser Zentralgestirn herum aufgebaut wäre, würde die Sonne zwar gravitative Kraft auf diese ausüben, doch hätte die Schale selbst kaum gravitative Interaktion mit der Sonne. Sie könnte sich allerdings im Verhältnis zur Sonne verschieben, wenn ihre Position nicht korrigiert würde. Man bräuchte hier demnach eine Art von Antrieb, welcher die Schale an Ort und Stelle hält. Eine Kollision mit dem Stern hätte enorme, katastrophale Konsequenzen. Himmelskörper innerhalb der Schale würden von dieser, gemäß Newtons Kugelschalentheorem, keine Gravitationskraft selbst spüren. Innerhalb der Schale wäre zum Beispiel ein Asteroid aber nicht frei von der Gravitationskraft der Sonne oder außerhalb der Schale liegende Objekte. Man könnte Habitate an der inneren oder äußeren Seite der Schale befestigen und eine Atmosphäre zum Leben enthalten. Auf diese Weise wäre nahezu unendlich viel Oberfläche für eine Zivilisation vorhanden, mehr als sie vermutlich jemals benötigen würde. Ein weiteres Problem wäre die Gravitationskraft des Sterns. Man müsste die Schale aus einem enorm komprimierten Material bauen, damit diese nicht implodiert. Hierfür würde man Unmengen an Material benötigen. Vermutlich mehr, als ein gesamtes Sternensystem jemals hergeben würde. Man müsste demnach zu anderen Sternen reisen und Material beschaffen, um die Dyson-Schale im eigenen Heimatsystem weiterzubauen. Wie man es nun dreht und wendet, Dyson-Sphären, egal welcher Art, sind für uns derzeit technologisch nicht greifbar und könnten wohl nur bei einer Zivilisation gefunden werden, die ein sehr hochentwickeltes technologisches Wissen und Ingenieurstum besitzt. Der Bau einer Dyson-Sphäre wäre ein logistisches Unterfangen kosmischen Maßstabs. Interstellare Reisen wären unabdingbar dafür. Wir wenden uns nun von den Dyson-Sphären ab und schauen uns an, wie zwischen den Sternen reisende Außerirdische entdeckt werden könnten. Wenn wir unsere Galaxis betrachten, haben wir eines im Überfluss: Sterne. Schätzungsweise 200 bis 400 Milliarden Sterne gibt es allein in der Milchstraße. Manche davon leben nur wenige Millionen oder Hunderttausende Jahre, andere wie die roten Zwerge vielleicht sogar Billionen von Jahren. Da fragen wir uns, warum gibt es eigentlich Sterne im Überfluss? Nun, das hat etwas damit zu tun, dass das häufigste Element im Universum Wasserstoff ist. Rund 70% der gesamten Masse im Universum besteht aus Wasserstoff. Dieser ist beim Urknall entstanden und ist der Hauptmotor der Kernfusion in den Sternen. Das zweithäufigste Element im Universum ist Helium. Mit 28% kommt es im Vergleich zum Wasserstoff immer noch in ungeheuren Mengen im Kosmos vor. Davon sind, seit es Sterne gibt, ca. 3% durch die Kernfusion von Wasserstoff zu Helium entstanden. Bei dieser Fülle an Wasserstoff im Universum und der Tatsache, dass Kernfusion auf der Erde schon seit einigen Jahrzehnten erprobt und erfolgreich durchgeführt wurde, können wir davon ausgehen, dass extraterrestrische Zivilisationen auf dieses Element zurückgreifen, um ihre Raumschiffe anzutreiben. Wir wollen in diesem Kapitel nun davon ausgehen, dass eine extraterrestrisch-technologische Zivilisation sehr fortgeschritten ist und die Kernfusion sowohl zur Energiebereitstellung auf ihrem Heimatplaneten als auch in Raumschiffen beherrscht. Bevor wir uns damit auseinandersetzen, wie wir solche mit Kernfusion angetriebenen Raumschiffe eventuell aufspüren könnten, wollen wir uns kurz mit dem Stand der Technik von Kernfusion auf der Erde beschäftigen. Es folgt nun ein mehrminütiger Ausschnitt aus meinem Video Interstellare Antriebe. Ihr könnt euch gerne zu der hier angezeigten Videolaufzeit begeben, um diesen Abschnitt zu überspringen, falls ihr diesen Ausschnitt zu Fusionskraftwerken und Fusionsantrieben bereits gesehen habt. Wenn wir an Kernfusion denken, fällt uns zuallererst das Innere der Sonne ein, wo Wasserstoff zu Helium fusioniert wird und dabei große Energiemengen entstehen. Die Menschen versuchen schon seit den 1960er Jahren, Kernfusion energiewirtschaftlich brauchbar zu machen. Und wenn wir von dieser potenziellen Energiegewinnung für die Raumfahrt sprechen, müssen wir uns erst einmal die Grundlagen anschauen. Ein Fusionsantrieb wäre, wie die meisten Antriebe, an einer Rakete befestigt und würde einen Impuls liefern. Das ist ein Kraftstoß, der die Rakete beschleunigen kann. Dabei müssen wir allgemein vom sogenannten spezifischen Impuls eines Raketentriebwerks sprechen. Er ist eine bestimmte Größe eines Antriebs oder eines Treibstoffs und abhängig von Größe des Triebwerks oder der Menge des Treibstoffs. Anders ausgedrückt, er ist die Änderung des Impulses pro ausgestoßener Masse.
Er ist zum Beispiel auch abhängig davon, wie lange eine Rakete einen Impuls insgesamt aufrechterhalten kann. Der Impuls ist übrigens nicht bei jedem in dieser Doku behandelten Antrieb von Belang. Die folgenden Beispiele sind alle mehr oder weniger genau, da vor allem hinsichtlich des Fusionsimpulses noch keine definitiven Werte vorliegen, da es diesen Antrieb einfach noch nicht gibt. Eine typische chemische Rakete mit einem Feststoffantrieb hat einen spezifischen Impuls von 450 Sekunden, was bedeutet, dass das Triebwerk mit seiner Festtreibstoffbildung 450 Sekunden lang angetrieben werden kann. Abhängig von der Größe des Tanks und der Tankfüllung hätte eine Rakete mit einem Fusionsantrieb einen spezifischen Impuls von 130.000 Sekunden, also die 289-fache Impulsdauer herkömmlichen Raketentreibstoffs. 130.000 Sekunden entsprechen 36 Stunden und 6 Minuten. Das ist deutlich länger als die maximalen 8 Minuten, die ein Antrieb mit herkömmlichem Festtreibstoff benötigen würde. Fusionsraketen haben noch einen weiteren Vorteil. Sie können Wasserstoff als Antriebsmaterial verwenden, also das im Universum am häufigsten vorkommende Element. So würde es ausreichen, dass man für interplanetare Flüge in der Nähe der Gasplaneten im Sonnensystem Tankstationen einrichtet, die Wasserstoff einsammeln und ihn zum Raumschiff zurückbringen. Zudem müsste man nur kleine Mengen Wasserstoff in einen Tank geben, um durchs Sonnensystem zu reisen. Fusionsenergie ist sehr effizient. Zugrunde liegende Technik ist dabei die Kernfusion, die, wie gesagt, im Kern der Sonne beobachtet werden kann. Bei der technischen Kernfusion werden jedoch Wasserstoffkerne in einer Brennkammer zur Fusion gebracht und erzeugen dadurch einen gewaltigen Rückstoß, der interplanetare Raumfahrt und die Erkundung des Sonnensystems zu einem Kinderspiel machen würde. Kernfusion ist zwar technologisch möglich und wurde bereits in den 1960er Jahren von russischen Ingenieuren in ihren Tokamak-Reaktoren eingesetzt, aber noch nicht gewinnbringend für die Energieproduktion. Aktuell wäre dann zum Beispiel das seit 2007 im Bau befindliche Fusionskraftwerk ITER zu nennen, welches zwar noch in Konstruktion ist, von dem sich die Forscher aber große Energiemengen bei der Stromerzeugung versprechen. 2025 soll erstmals ein Wasserstoffplasma erzeugt werden und ungefähr ab 2035 soll auch Tritium verwendet werden, welches die Energieproduktion noch erhöhen könnte. Doch bis zur kommerziellen Nutzung von Fusion ist es noch ein weiter Weg, geschweige denn die Nutzung von Fusion in Raketentriebwerken. Deshalb wollen wir uns vorstellen, dass wir ein kleines ITER-Kraftwerk benutzen, um zu den Planeten des Sonnensystems zu fliegen. Um miteinander fusionieren zu können, muss der Wasserstoff sehr stark erhitzt werden, sodass er zu einem Plasma wird. Bei Plasma handelt es sich um ein Teilchengemisch, dessen Bestandteile, teilweise geladene Teilchen, Ionen und Elektronen, sind. Im Kern der Sonne ist es 15 Millionen Grad heiß. Normalerweise würde das nicht ausreichen, um Wasserstoff miteinander zu fusionieren, da die Teilchen nicht schnell genug wären. Der Sonne kommt deshalb ein unglaublich hoher Druck zu Hilfe, der in ihrem Kern herrscht. Er presst die Materie dank der vielen Erdmassen, die die Sonne besitzt, in ihrem Inneren stark zusammen, sodass diese selbst unter nur 15 Millionen Grad Celsius Kerntemperatur fusionieren können. Doch wie sieht es mit einem Fusionskraftwerk aus? Nun, da ist es leider nicht so einfach. Hier fehlt den Wasserstoffkern schlichtweg die Energie und der hohe Druck, um in ausreichender Menge verschmelzen zu können. Es wäre technologisch nahezu unmöglich, einen ähnlichen Druck auf der Erde herzustellen. Auf dem Blatt kann Wasserstoff also nicht fusionieren. Doch wie beseitigen die Ingenieure des ITER-Kraftwerks dieses Problem? Deshalb müssen die Forscher eine etwas andere Reaktion nutzen und vor allem viel höhere Temperaturen für die Fusion erschaffen. 100 Millionen Grad Celsius. Das Erreichen dieser Temperatur ist eigentlich kein Problem. Viel schwieriger ist es, diese in der Fusionskammer auch gleichmäßig zu halten. Denn wenn das heiße Plasma mit der Reaktorwand in Berührung kommt, kühlt es sich schlagartig ab und die Fusionsreaktion endet abrupt. Die Aufgabe der Wissenschaftler ist es also, das Plasma in der Reaktionskammer quasi schweben zu lassen. Und welche Kraft kommt dafür in Frage? Nun, Magnetismus. Da das Plasma aus positiv geladenen Atomkernen und frei umherschwebenden Elektronen besteht, lässt es sich durch die Kraft des Magnetismus beeinflussen. Des Rätsels Lösung ist es, das Plasma in einer Art Magnetkäfig einzuschließen, damit es keine Chance hat, an die Reaktorwand zu gelangen. Damit wird der Wasserstoff gewissermaßen zur Fusion gezwungen. Ihr seht schon, es ist demnach äußerst wichtig, dass die Teilchen des Plasmas nicht aus dem Magnetfeld entkommen. Dies gelingt zum einen nur bei sogenannten ringförmigen Plasmen. Zum anderen muss die Wärme des Plasmas gut isoliert werden, damit es nicht sofort abkühlt.
schauen wir uns an, wie die Ingenieure von ITER diese Fusion zustande bringen. Bei ITER sollen in einer Brennkammer 800 Kubikmeter brennendes Plasma eine Leistung von 500 Megawatt erzeugen. Zum Vergleich, typische Kohlekraftwerke erreichen Leistungen zwischen 100 und 1000 Megawatt, erzeugen dabei aber Unmengen an Treibhausgasen, die es aufgrund des sehr sensiblen Klimas unseres Planeten aber zu vermeiden gilt. Doch um das Plasma im Inneren von ITER auf eine hohe Temperatur zu bringen, braucht es selbstverständlich auch viel Energie. Das Ziel eines Fusionskraftwerks oder eines Fusionsantriebs sollte es da selbstverständlich sein, mehr Energie zu produzieren, als für die Kernfusion selbst investiert wird. Wenn man in der Theorie nur einen Gramm Brennstoff im Innern der Fusionskammer aufbraucht, erhält man das Äquivalent des Verbrennens von 11 Tonnen Kohle. Ein Fusionsantrieb würde also sehr effizient sein, wenn er nach den Prinzipien von ITER funktionieren würde. In ITER sollen bei 100 Millionen Grad Celsius die zwei Wasserstoffisotope Deuterium und Tritium miteinander verschmolzen werden. Diese beiden fusionieren und es entsteht ein Heliumkern und ein Neutron. 80% der Fusionsenergie stecken in den entstehenden Neutronen. Sie sind nicht geladen und rasen durch den Magnetfeldkäfig hindurch. Sie werden allerdings von einer Wand abgebremst und geben ihre Energie an diese ab. Die Wand erwärmt sich und wie bei einem Kohlekraftwerk kann aus dieser Wärme Energie gewonnen werden. So wäre es möglich, durch diese erzeugte Wärme nicht nur in einem Fusionskraftwerk wie ITER, sondern auch in einem Raumschiff Energie zu erzeugen. Es gibt da zum Beispiel das Projekt Wasimir der NASA, was man im Deutschen als magnetoplasmadynamischer Antrieb kennt. Im Allgemeinen besteht dieser Antrieb aus zwei Elektroden, einer trichterförmigen Anode, einem Minuspol, in der Mitte eine stabförmige Kathode, also ein Pluspol, angebracht ist. Wird in den beiden Elektroden eine Spannung angelegt, ionisiert sich die im Trichter befindende Stützmasse und erlaubt einen Stromfluss durch das Gas zur Kathode. Dabei wird ein starkes Magnetfeld erzeugt. Das Plasma wird stark ionisiert und in Richtung des Düsenausgangs beschleunigt. Durch den dabei wirkenden Impuls entsteht eine Schubkraft. Zwar kommt dieser Antrieb in der Theorie auch ohne Fusion aus, doch wäre es möglich, dass man der Anode und Kathode in einer Kammer durch die in einer anderen Kammer stattfindende Fusion Energie erzeugt. Diese könnte über einen sehr langen Zeitraum erfolgen, da wir, wie wir gesehen haben, nur wenige Gramm Wasserstoff benötigen, um die Brennwirkung von 11 Tonnen Kohle zu erzielen. Man könnte es sogar noch direkter machen. Anstelle zweier Kammern könnte man auch nur eine einzige ringförmige Fusionskammer benutzen, in der die bei der Fusion erreichte Hitze nicht nur dazu benutzt wird, den Fusionsvorgang selbst aufrechtzuerhalten und der Fusionsreaktion Energie zuzuführen, sondern auch um die Ringkammer befindliches Gas erhitzt und eine Elektrode Energie zuführt, welches dann das Gas um die Fusionskammer herum mittels magnetischer Kräfte ausstößt. Auch dies könnte zu einem sehr langen, spezifischen Impuls führen und die Reisezeiten zwischen den Planeten erheblich verkürzen. Mittels eines Fusionsantriebs sollte es möglich sein, innerhalb weniger Wochen oder einiger Monate zum Mars zu kommen und vielleicht sogar weniger als ein halbes Jahr für eine Reise zum Asteroidengürtel oder gar dem Jupiter zu benötigen. Magnetoplasmadynamische Antriebe werden zum Teil schon in Raumstationen eingesetzt, doch ihre Kombination mit Fusionsenergie ist noch nicht möglich. Dazu müsste man überhaupt erst einmal Fusionsantriebe, geschweige denn Fusionskraftwerke, zur Funktion bringen, die Fusionsreaktion stabil ablaufen lassen und überhaupt einen Nettogewinn an Energie verzeichnen. Den magnetoplasmadynamischen Antrieb wollen wir als Grundlage für die Suche nach außerirdischen Zivilisationen benutzen, die damit entweder zwischen den Sternen oder in ihrem Planetensystem reisen. Wir wollen ganz bewusst außer Acht lassen, ob diese Reisen nun bemannt, sofern man bei Aliens von etwas Bemannen sprechen kann, oder unbemannt stattfinden. Es ist durchaus vorstellbar, dass eine sehr neugierige Zivilisation unbemannte, vollautomatische Sonden zu anderen Sternen schickt. Diese könnten dort Rohstoffe abbauen, fremde Systeme erforschen und die Forschungsdaten an das Heimatsternensystem senden. Ob Raumschiff oder Sonden nun mit Insassen an Bord oder vollautomatisch durchs All reisen, sie benötigen immer ein Antriebssystem. Und mit dem Fusionsantrieb könnten sie auf Geschwindigkeiten gelangen, die die Erforschung naher Sternensysteme in den Bereich des Möglichen rückt. Wir haben schon gehört, dass beim magnetoplasmadynamischen Antrieb eine Stützmasse ionisiert wird, wobei ein Plasma ausgestoßen wird, welches letztendlich für den Schub sorgt. Das Plasma dürfte Wasserstoff sein, dass sich dieser leicht ionisieren lässt. Astronomen müssten demnach nach Wasserstoffspuren im Weltraum suchen. Da gibt es nur ein Problem. Dieses Element ist das häufigste des Universums, das haben wir schon gehört.
Wie sollen Astronomen da Spuren eines mit Fusion angetriebenen Raumschiffs finden? Könnte man diese von den ganzen interstellaren Wasserstoffwolken innerhalb einer Galaxie unterscheiden? Und wären sie überhaupt groß genug, um bemerkt zu werden? Zwei sehr wichtige Fragen. Da wir keinen Fusionsantrieb haben und noch Jahrzehnte davon entfernt sind, einen Fusionsreaktor auf die Beine zu stellen, der auch einen Nettoenergiegewinn liefert, wissen wir nicht, nach wie viel Plasma wir Ausschau halten müssten. Wir können jedoch davon ausgehen, dass sich Außerirdische mindestens zwischen den Planeten ihres Heimatsternsystems bewegen. Für feine Teleskope wäre es also schon recht auffällig, wenn Aliens durch Fortbewegung mit Raumschiffen, die mit einem Fusionsantrieb ausgestattet sind, innerhalb eines Planetensystems Wasserstoff dort ausstoßen würden, wo normal keiner ist. Astronomen müssten dann in einem Sternensystem nach den entsprechenden Absorptionslinien mit ihren Teleskopen suchen. Und wenn man annimmt, dass Außerirdische sich recht viel innerhalb ihres Sternensystems bewegen, könnte auch eine Menge Wasserstoffplasma gefunden werden. Wenn aber das Sternensystem der Aliens inmitten eines Nebels liegt, wird die Suche etwas schwieriger. Aktuell befindet sich beispielsweise unser Sonnensystem in einer Gegend der Milchstraße, die als lokale Blase bezeichnet wird. Diese ist Astronomen zufolge durch mehrere Supernovae entstanden. Sternenexplosionen haben Gas und Staub nach außen gedrängt und so eine Raumgegend geschaffen, in der die durchschnittliche Dichte von Atomen deutlich kleiner ist als innerhalb einer interstellaren Wolke. Unser Sonnensystem liegt jedoch inmitten dieser lokalen Blase in einer sehr feinen interstellaren Wolke, die als lokale Flocke bezeichnet wird. Diese Wolke hat einen Durchmesser von ca. 30 Lichtjahren, die sie umgebende lokale Blase den zehnfachen Durchmesser von ca. 300 Lichtjahren. Das Sonnensystem durchquert die lokale Flocke seit ca. 60.000 Jahren. Durch ihr magnetisches Feld erzeugt die Sonne eine Heliosphäre, mit der sie sich und die Planeten von den Teilchen der lokalen Flocke abschirmt. Gäbe es in unserem Sternensystem nun den Fusionsantrieb und würden wir zu anderen Planeten reisen, könnten Außerirdische uns vielleicht nur mit viel Mühe und extrem feinen Instrumenten entdecken. Bei einer recht groben Suche wären unsere Raumfahrtaktivitäten mit Fusionsantrieb vermutlich kaum zu entdecken und würden durch die weiten Wasserstofffelder der lokalen Flocke überdeckt. Das gleiche Problem hätten wir demnach, wenn wir nach Aliens suchen, deren Heimatstern, wie unsere Sonne, bei ihrem Weg um das Zentrum der Milchstraße eine interstellare Gaswolke durchquert. Ob irdische Instrumente oder im Erdorbit oder an den Lagrange-Punkten befindliche Teleskope die technologische Tätigkeit der Aliens entdecken könnten, wäre fraglich. Wir können aber davon ausgehen, dass sich interstellar bewegende Aliens oder rein durch KI gesteuerte unbemannte Raumschiffe durch einen enormen Energieoutput verraten würden. Die für eine Reise zwischen den Sternen benötigte Energiemenge wäre gigantisch. Wir könnten also relativ leicht die Absorptionslinien außerirdischer Fahrzeuge finden, wenn wir unseren Blick auf den Raum zwischen den Sternen werfen. Wie bei einem Kondensstreifen von Flugzeugen würde das Raumschiff eine Spur ionisierten Wasserstoffs hinterlassen, der sich mit der Zeit immer mehr ausbreitet und an Dichte verliert. Zwar hätten wir, wenn dieser interstellare Kondensstreifen sich immer mehr ausbreitet, umso mehr Probleme, ihn zu entdecken, doch bei aus unserer Perspektive gerade erst getätigten Flügen dürfte er dicht genug sein, um von irdischen Teleskopen gesehen werden zu können. Dann müssten Astronomen nur Glück haben, genau im richtigen Moment in der richtigen Raumregion zu suchen. Wir wissen nun ungefähr, wie wir Aliens bei ihren Reisen zwischen den Sternen finden könnten. Doch wie genau können wir den Extraterrestrien noch auf den Pelz rücken? Könnten wir vielleicht sogar den Heimatplaneten der anderen entdecken? Wie würde sich dieser verraten? Lasst uns nun einen Blick auf Bio- und Technomarker eines Planeten werfen und wie irdische Astronomen sie mit ihren Teleskopen finden könnten. Ich lese meinen beiden Töchtern fast jeden Tag ein Kinderbuch über das Universum vor. Darin stellen sich der Kosmos, die Milchstraße oder die Sonne als Ich-Erzähler vor und berichten von ihren wunderbaren Eigenschaften. Auf der Seite der Erde steht geschrieben: Ich bin die Erde, ein Ort voller Wunder und voller Leben. Man sieht auf einer Doppelseite die Erdkugel mit den Kontinenten der Erde und diversen Tier- und Pflanzenarten. Vor allem meine älteste, 3,5 Jahre alte Tochter hat eine Menge Spaß daran, die verschiedenen Tierarten aufzuzählen. Da jeder Lebensraum der Erde, so heiß, kalt, trocken oder feucht, so tief oder hoch er auch sein möge, von Flora und Fauna besiedelt wurde, fragen wir uns, wie könnten Außerirdische Leben auf unserer Erde aufspüren? Welche Hinweise hinterlassen Lebewesen und wie macht sich unser belebter Planet im Universum bemerkbar? Astronomen und Exobiologen sprechen davon sogenannten Biomarkern oder Biosignaturen. Darunter versteht man Gase wie Sauerstoff, Ozon,
Wasser als Wasserdampf, Kohlenstoffmonoxid und Methan, die auf biologische Aktivitäten auf einem Planeten hinweisen können. Diese Materialien können mittels Astrospektroskopie zuverlässig auf Planeten nachgewiesen werden. So wissen wir beispielsweise, dass die Atmosphäre der Gasriesen Jupiter, Saturn, Uranus und Neptun zu einem Großteil aus Wasserstoff besteht. In den Wolken des Uranus befindet sich sogar ein geringer Anteil an Methan, das blaues Licht abstrahlt und den Planeten blau erleuchtet. Doch können wir auf Exoplaneten, die auf Dutzende oder vielleicht sogar Hunderte von Lichtjahren entfernt sind, ebenfalls nach Biosignaturen suchen, oder sind diese zu weit weg, als dass wir jemals fündig werden könnten? Zum Glück haben wir das James Webb Space Telescope, das aktuell modernste Teleskop an einem Lagrange-Punkt des Erde-Sonnensystems. Dieses bezeichnet einen Ort, an dem sich die Gravitationskräfte zweier Himmelskörper aufheben. Sonden oder Teleskope können sich hier fast antriebsfrei befinden und sind weit genug von der Erde entfernt, um ungestört Observationen anstellen zu können. Doch wie können Astronomen Exoplaneten mit diesem Teleskop genauer untersuchen? Hier bedient man sich in der Astronomie mehrerer Methoden. Eine ist die sogenannte Transitmethode, bei der man darauf wartet, dass sich das Licht eines Sterns abschwächt, wenn ein Planet zwischen Beobachter und Sternenscheibe vorbeizieht. In Zusammenarbeit mit erdbasierten Teleskopen kann unter Zuhilfenahme der Radialgeschwindigkeitsmethode sogar die Masse eines Exoplaneten herausgefunden werden, indem man misst, wie stark dieser an seinem Stern zieht und wodurch sich dieser bewegt. Die Aufgabe Webbs ist es nun, im Moment des Transits eine Spektroskopie der planetaren Atmosphäre anzufertigen. Doch was ist Spektroskopie? Sie lässt sich am einfachsten als die Wissenschaft der Messung der Intensität von Licht in verschiedenen Wellenlängen bezeichnen. Die grafischen Darstellungen dieser Messungen werden Spektren genannt und sie sind der Schlüssel, um die Atmosphären von Exoplaneten zu analysieren. Wenn das Licht eines Sterns im Moment des Transits durch die Atmosphäre eines Planeten scheint, können Webbs hexagonale Spiegel dieses Licht auffangen. Wenn der Planet beispielsweise Natrium in seiner Atmosphäre beherbergt, hat das Licht des Sterns neben dem Licht des Planeten eine Absorptionslinie an der Stelle der Grafik, an der normalerweise das Natrium zu sehen wäre. Dies geschieht, weil Elemente und Moleküle Licht in unterschiedlichen Energien bzw. Wellenlängen aufnehmen. Wenn Natrium nun Licht in einer bestimmten Wellenlänge absorbiert, dann fehlt dieser Bereich des Sternenlichts auf dem Graphen. Mit Hilfe dieser Methode wurde beispielsweise nachgewiesen, dass heiße Jupiter sehr oft Natrium in ihren Atmosphären haben. Diese sind übrigens riesige Gasplaneten, die ihren Stern in sehr engen Bahnen umkreisen und daher extrem hohe Temperaturen aufweisen. Doch weshalb ist ein Infrarotteleskop überhaupt in der Lage, die atmosphärische Zusammensetzung von Exoplaneten zu untersuchen? Die Vorteile von Beobachtungen mit Webbs sind, dass Moleküle in Exoplanetenatmosphären die meisten spektralen Eigenschaften in infraroten Wellenlängen aufweisen. Wissenschaftler haben ein ultimatives Ziel mit dem Webb-Teleskop. Sie wollen einen Planeten finden, dessen atmosphärische Zusammensetzung der Lufthülle der Erde entspricht oder zumindest ähnelt. Und hier kommen nun die Biomarker ins Spiel. Anhand der entsprechenden Absorptionslinien kann Webb nun nach den Stoffen suchen, die man für allgemeine Zeichen für Leben hält. Hohe Konzentrationen dieses Gases in einer Atmosphäre würden Astronomen verraten, dass es vielleicht biologische Prozesse auf dem entsprechenden Planeten gäbe, die zur Ausscheidung des Gases führen. Ebenso Ozon, welches eigentlich ein starkes und giftiges Oxidationsmittel ist, was aber durch das Vorhandensein von hohen Sauerstoffkonzentrationen in einer Atmosphäre vorkommt. Ozon ist ein sehr wichtiges Gas und hält unter anderem die schädliche ultraviolette Strahlung der Sonne davon ab, fragile Molekülstrukturen von Erdlebewesen zu zerstören. Würde man Ozon bei einem Exoplaneten finden, wäre das für außerirdisches Leben der Hinweis schlechthin. Mit dem Webb-Teleskop hat man in den ersten Wochen des Jahres 2023 gleich einen äußerst spannenden erdähnlichen Exoplaneten gefunden. Dieser wurde zuvor mittels des Transiting Exoplanet Survey Satellite gefunden, kurz TESS. Dabei handelt es sich um eine Sondenmission, die die Lichtschwankung hunderttausender Sterne auf einmal beobachtete. Der Satellit wurde für die Untersuchung speziell von Planetentransiten gebaut. Er kann keine Exoplaneten gezielt nachweisen, sondern nur sogenannte Kandidaten. Wenn TESS die Verfinsterung eines Sterns beobachtet, wird anhand der gewonnenen Daten die Anzahl, Masse und Größe der Planeten geschätzt. Erst erhalten die Planeten also einen Kandidatenstatus. Mit anderen Teleskopen wie James Webb werden diese Planeten nun gezielt beobachtet. Der neue Planet mit dem ursprünglichen Kandidatenstatus befindet sich um den 41 Lichtjahre entfernten roten Zwerg LHS 475 und wird LHS 475b genannt.
B am Ende des Namens weist darauf hin, dass es sich um den ersten entdeckten planetaren Himmelskörper in diesem System handelt. Man hat diesen Stern ausgesucht, weil er deutlich kleiner als die Sonne ist. Um kleinere Sterne gibt es eine größere Chance für terrestrische Exoplaneten, also für Himmelskörper aus Gestein wie die Erde, Venus, Mars oder Merkur. Der Planet umkreist seinen Stern in nur 2 Tagen und hat ca. die 0,9-fache Erdmasse, aber fast die identische Größe der Erde. Mit den NIRCam Webs untersuchte man die Atmosphäre des Planeten während seines Transits genauer. Der Planet besitzt anscheinend eine sehr dicke Atmosphäre aus Methan und ein bisschen Wasserdampf. Diese 2 Materialien würden schon, wie wir das ja jetzt gesehen haben, mal als Biomarker gelten. Wenn wir aber die Umlaufzeit des Planeten von nur 2 Tagen um seinen Stern genauer betrachten, wird der Planet anscheinend gerüstet und wir können davon ausgehen, dass sich erdähnliches Leben dort nicht gebildet hat. Damit ist LHS-475b rund 10-mal näher an seinem Stern als Merkur an der Sonne. Astronomen ziehen deshalb in Erwägung, dass der Planet entweder nur eine sehr dünne Atmosphäre besitzt, da die Sternwinde diese vielleicht schon weggetragen haben, oder dass er eine sehr dichte Lufthülle ähnlich der Venus besitzt und eine Hitzehölle sein dürfte. Erdähnlich heißt hier also nur, dass er eine ähnliche Größe und Masse wie die Erde besitzt, aber nicht unbedingt, dass er eine Atmosphäre wie unser blauer Planet besitzt. Doch sind Biomarker nicht die einzigen Signalstoffe auf einem Planeten. Technomarker gehören ebenfalls dazu. Doch wie würden sich diese bemerkbar machen? Reisen wir dazu ein paar hunderttausende Jahre in der Zeit zurück. Viele Paläontologen gehen davon aus, dass der Mensch vor ca. 100 bis 150.000 Jahren in Afrika entstand und sich dort ausbreitete. Von da an besiedelten unsere Vorfahren immer mehr Lebensraum und nahezu die ganze Welt, mit Ausnahme der Antarktis, wurde unser ständiges Zuhause. Unbestreitbar sind auch die Auswirkungen, die der Homo sapiens auf seine Umwelt hat und hatte. Seit seiner Entstehung und Ausbreitung hat er nicht nur viele lokale Tierarten überall auf der Welt ausgerottet oder verdrängt, er verändert auch die Umwelt in einem ungeheuren Maßstab. Nahezu keine Region der Erde ist unberührt. Insbesondere seit der industriellen Revolution, die der Menschheit ungeahnte Macht über die Natur verlieh. Dass wir diese Macht nicht nur nutzen, um Neues und Nützliches zu erschaffen, sehen wir an unserem Planeten. Der Mensch sorgt mit seinem regen Treiben für ein riesiges physikalisches Atmosphärenexperiment. Wir ändern seit Jahrhunderten die Zusammensetzung der Erdatmosphäre und betreiben Terraforming mit unserem eigenen Planeten. Wenn wir nun betrachten, wie der Mensch seine Welt verändert, können wir nach ähnlichen Veränderungen auf Exoplaneten in anderen Sternensystemen Ausschau halten. Die Frage ist nur, welche Veränderungen können über Lichtjahre hinweg sichtbar sein? Astronomen könnten beispielsweise nach direkten technologischen Aktivitäten von Außerirdischen suchen. Wenn diese auf ihrem oder nahe ihres Planeten beispielsweise eine Atombombe zünden, könnten wir die dabei entstehenden Energieoutputs messen. Das wäre nur für eine kurze Zeit der Fall, da Atomexplosionen nur einen sehr kurzen, immensen Energieoutput haben. Ebenso würde man mit Teleskopen vielleicht einen enormen Temperaturanstieg messen können, doch müssten die Observationsinstrumente dafür extrem fein sein und natürlich genau in dem Moment auf den Planeten ausgerichtet sein, in dem die Atomexplosion geschieht. Indirekte Nachweise technologischer Aktivitäten könnten ebenfalls durch die Messung der Temperatur oder des CO2-Gehaltes einer Atmosphäre erfolgen. CO2 ist ein Gas, welches nicht nur durch biologische, sondern auch durch anorganische Prozesse entsteht. Wenn wir nach erdähnlichem Leben suchen, ist die CO2-Konzentration eines Planeten entscheidend. Besteht eine Atmosphäre wie die der Venus über 90% aus Kohlenstoffdioxid, könnten wir definitiv ausschließen, dass dort jemals außerirdisches Leben existiert, da ein solcher Planet wegen seines enormen Treibhauseffekts einfach zu heiß wäre. Auf Venus herrschen Temperaturen von über 400 Grad Celsius im Durchschnitt. Viel zu heiß für empfindliche organische Molekülstrukturen, die hier sofort zerstört würden. Wie bei einer potenziellen Dyson-Sphäre wäre es möglich, die durch Technologie erzeugte Wärmestrahlung einer Zivilisation zu empfangen. Gäbe es Städte ähnlich auf unserer Erde, könnte man die Licht- oder Infrarotemissionen dieser durchaus bemerken. Dafür sind allerdings Teleskope mit sehr feiner Sensorik notwendig. Selbst das James Webb Space Telescope könnte vermutlich keine konkreten Wärmesignaturen von Planeten aufspüren. Hier müsste man Teleskope entwickeln, die noch hunderte Male feiner sind als Webb oder das noch in Entwicklung befindliche Nancy Grace Roman Space Telescope. Aber halt, haben wir nicht etwas vergessen? Was sind die eindeutigsten Nachweise einer technologischen Zivilisation? Wie macht sich die Menschheit ohne jeden Zweifel schon seit über 100 Jahren im Weltraum bemerkbar? Über Radiostrahlung.
Seit Erfindung von Geräten, die Kommunikation über langwellige Radiostrahlung ermöglichen, emittieren wir Menschen aus nahezu jedem Winkel unseres Planeten Radiosignale. Doch wie weit sind wir mit Radiosignalen bislang gekommen? Der italienische Erfinder Guglielmo Marconi führte im August 1895 die ersten Tests mit Radiowellen als Informationsträger durch. Er kam nur circa einen halben Kilometer weit, doch wurde damit nachgewiesen, dass sich Informationen über Radiowellen übertragen ließen. Seitdem hat sich die Technologie natürlich stark verbessert und Informationen lassen sich über Tausende, Millionen, wenn nicht sogar Milliarden von Kilometern übertragen. Und wenn man bedenkt, wie weit beispielsweise die Voyager-Sonden von der Erde entfernt sind und diese immer noch Signale zu uns funken, sogar über Milliarden von Kilometern. Doch wäre es sinnlos, auf TV- oder Radioübertragung Außerirdischer zu warten. Mit zunehmender Entfernung wird die Menge der Strahlung, die man mit Radioteleskopen empfangen könnte, immer geringer. Wir müssten schon darauf hoffen, dass Aliens uns direkt kontaktieren, also quasi direkt anfunken. Mit einer gezielten, von einem extrem starken Sender ausgestrahlten Radioübertragung könnten wir mit großen Radioteleskopen und mit viel Glück eine Nachricht von der 25 Lichtjahre entfernten Vega empfangen. Diese Nachricht wäre ca. 25 Jahre unterwegs und eine Antwort würde natürlich genauso lange dauern. Vorausgesetzt, wir könnten das Aliensignal entschlüsseln und würden uns zu einer Antwort entschließen. Den Wissenschaftlern im Science-Fiction-Film Contact ist dies gelungen. Die von Jodie Foster gespielte Astronomin Eleanor Arroway entdeckt ein Radiosignal von der Vega. Das entpuppt sich im Laufe der Handlung als ein Informationsträger für eine hochmoderne Technologie, welche die Menschen schließlich sogar bauen. Ob Aliens uns wirklich eine Nachricht mit so vielen Informationen schicken würden, ist fraglich. Wenn sie jedoch entsprechend große Radioschüsseln hätten, könnten sie zumindest die Radio- und Fernsehübertragungen der Menschheit empfangen. Der Informationsgehalt dieser wäre zwar sehr, sehr fraglich und wir können durchaus davon ausgehen, dass Aliens uns meiden, wenn sie eine Folge Big Brother oder Seven vs. Wild sehen würden. Durch Radio- und Fernsehübertragungen sind wir Menschen aber mindestens über 100 Lichtjahre in der Milchstraße empfangbar und unsere Signale pflanzen sich weiter fort und durchqueren die interstellaren Distanzen zwischen den Sternen. Was nun bleibt, ist die Erkenntnis, dass Astronomen wohl eher Biomarker als Technomarker aufspüren würden. Biomarker sind in der Atmosphäre der Erde in rauen Mengen vorhanden und das wäre ein leichtes für einen Beobachter auf einem der Exoplaneten von Proxima Centauri, dem erdnächsten Stern in ca. 4,2 bis 4,3 Lichtjahren Entfernung oder der Vega, entsprechende Nachweise für die Erde anzustellen. Doch ob Aliens unsere Technosignatur in Form von Wärmestrahlung oder gar Radiosignalen finden würden, sei dahingestellt. Nachdem wir Dyson-Sphären, interstellar reisende Raumschiffe und Bio- und Technosignaturen potenzieller extraterrestrischer technologischer Zivilisationen betrachtet haben, bleiben wir mit einem sehr gemischten Eindruck zurück. Am ehesten würden wir vielleicht eine Dyson-Sphäre in Form einer Blase oder einer Schale um einen Stern erblicken. Diese würden nämlich das vom Stern emittierte Licht in Wärmeenergie gemäß des Energieerhaltungssatzes umwandeln. Die Aliens würden die Lichtenergie des Sterns nutzen und ihrerseits Wärmestrahlung über die Dyson-Sphären abgeben. Eine solche Strahlung würde sich signifikant von dem Licht anderer Sterne unterscheiden und wir könnten mit genügend Beobachtungen zweifelsfrei nachweisen, ob nicht eine Dyson-Sphäre um einen Stern existiert. Tabby's Star scheint keine zu besitzen, denn hier haben die Astronomen keine Infrarotstrahlung gemessen. Ob wir sich interstellar mit Fusionsantrieb bewegende Raumschiffe oder gar Bio- oder Technosignaturen außerirdischer entdecken würden, steht noch offen. Mit dem James Webb Space Teleskop könnten wir zumindest Biomarker in den Atmosphären von Exoplaneten nachweisen, sofern diese in genügender Menge vorhanden sind. Anhand der Absorptionslinien von Sauerstoff oder Ozon könnten wir in der Theorie sogar belegen, ob auf einem Exoplaneten Photosynthese oder vielleicht andere biologische Prozesse stattfinden würden. Technosignaturen auf Planeten wären da etwas schwieriger. Wir bräuchten schon riesige Radioteleskope, mit denen wir die Radiosignale einer außerirdischen Zivilisation empfangen. Eine Ausnahme wäre hier, wenn die Aliens uns mit auf die Erde direkt ausgerichteten Radio- oder Lichtübertragungen kontaktieren würden. Da wir noch keine Technosignaturen gefunden haben, steht die Entdeckung einer außerirdisch-technologischen Zivilisation, einer ETC, noch aus. Sehr wahrscheinlich könnte die Existenz einer oder mehrerer außerirdischer Kulturen in der fernen Vergangenheit der Milchstraße der Fall gewesen sein. Hier müssten wir uns fragen, ist die menschliche Zivilisation vielleicht ein später Ankömmling auf der kosmischen Bühne des Lebens?
erlangten wir zu einem Zeitpunkt die technologische Reife, zu dem alle anderen technologischen Zivilisationen in der Milchstraße bereits ausgestorben sind? Oder sind wir vielleicht sogar die erste technologische Kultur der Milchstraße und es folgen noch viele nach uns? Auf diese Fragen gibt es noch keine Antworten, da wir keine verwertbaren Daten besitzen. Oder was denkt ihr? Ist die Menschheit vielleicht die erste technologische Spezies in der Milchstraße? Oder sind wir späte Ankömmlinge und die Blütezeit für ETCs ist schon lange vorbei? Schreibt eure Antworten in die Kommentare. Zum Abschluss möchte ich euren Blick auf SETI richten. Die Suche nach außerirdischer Intelligenz ist ein weltweit tätiges Forschungsprojekt, an dem sich Wissenschaftler und Amateurastronomen und Astronominnen aus der ganzen Welt beteiligen, auch wenn wir bislang noch keine Aliens gefunden haben. Wir sind vielleicht erst am Anfang unserer Suche. Wir betrachten die Sterne weiter und hoffen, irgendjemanden zu finden, der die kosmische Dunkelheit mit uns zusammen bewohnt. Danke an HelloFresh für das Sponsern dieses Videos. Wenn ihr auf den Link klickt und den Gutscheincode HelloCosmos eingebt, unterstützt ihr nicht nur den Kanal, sondern bekommt auch noch leckeres Essen nach Hause geliefert.